Zwischen nächste Strafe. Scheibe her, gibt's. Muss man den Heilbronnern die Scheibe geben eigentlich. Ja, das nimmt leider jetzt viel Zeit von der Uhr. Also angezeigte Strafe und der Puck ist im Tor. Und da kommt dann alles zusammen. Ich denke, das Tor wird der Tiefensee zugeschrieben. Er war mit dem Schläger noch quasi dran an dem Schuss. Also sowas sieht man nicht allzu oft. Die Wölfe nehmen den Torhüter vom Eis, weil Strafe angezeigt ist. Herbert ganz unruhig neben mir sagt, spielt doch einfach den Heilbronner an, dass das Spiel entsprechend unterbrochen wird. Und das Tor müsste...